Wenn die Extremen die Südostwand des Stangenwand-Nebengipfels belagern, gehen wir halt an den schweren Fels der Südwestwand des Hauptgipfels. Dies aber eher, weil Joachim bereits fast alle extremen Felstouren geklettert ist. Bei bestem Wetter starten wir beim Bodenbauer und folgen dem Wanderweg Richtung Hochschwab. Diesen schönen Weg. Genau. Gemäß Interpretation der Beschreibung biegen wir nach einem Lawinenstrich bei einem Steinmann links ab und arbeiten uns ein Bachbett hoch. Schaut jetzt besser aus als jede Straße. Dies war natürlich nicht der richtige Weg. Der richtige Abzweig erfolgt erst dann, wenn man bereits den Hochwald wieder erreicht hat. Weit oben kommen wir dann wieder auf den Zustiegsweg und können die Wand mit der Route begutachten. Unangenehm durch den Schotter hier nach oben. Den Blick über die herrliche Bergwelt schweifen lassen. Und nach einer kleinen Pause in die Wand einsteigen. Los geht es mit 3 Seillängen Linksquerung. Hier kann man noch auf gebohrte Stände aus kreuzenden Routen zurückgreifen, was nicht unangenehm ist. Dann nochmal ein gebohrter Stand. So, es wird erst grasig, habe ich das Gefühl. Oben nochmal ein Bohrhaken. Ja, nicht im Kamin. Es folgen 2 lange, teils heikle Seillängen Rechtsquerung. Ich habe jetzt noch mal geguckt eben. Ne? Dann noch mal ein bisschen queren und endlich geht es direkt nach oben. Drei Seillängen mit Kaminen und Verschneidungen, die im 4. Grad angesiedelt sind. Also ab hier sind jetzt dann nur noch alte Stände drin. Herr May, ist eine klassische Tour, wie es da durchführt. Das ist eine ganz klassische Stand. Da freut man sich immer, wenn man einen Haken findet, dann weiß man, dass man richtig ist. Der Verlauf der folgenden Seillänge war etwas unübersichtlich. Es geht leicht linkshaltend über eine Platte, die gar nicht so leicht war. Es folgt dann eine seichte 5-Riss-Verschneidung, die Joachim vorsichtig hochspreizt. Jetzt geht's in einen dunklen, dunklen, engen Kamin. Schauen wir mal. Mag ich bestimmt ganz gerne. Schaut mal her, wie das ausschaut. Fantastisch. Es folgt die ebenfalls mit 5- bewertete Schlüsselseillänge. Eventuell habe ich sie nicht ganz richtig erwischt, aber ich hätte das hier eher mit 6- bewertet. Also das ist einer der steileren 5-, die ich in letzter Zeit geklettert bin. So, ganz elegant geht es jetzt noch rechts raus. Ein bisschen abklettern hieß es. Dann queren wir und queren wir und hoffen, dass wir bald neben den großen auf eine kleine Wandstufe stoßen, die uns den Weg nach draußen ebnet. Windig, kalt, unangenehm. Keine Ahnung.
Das wie in anderen Videos bereits gesehene, daniederliegende Gipfelkreuz haben wir dann trotz Nebel gefunden. Fehlt uns nur noch der richtige Abstiegsweg. Und es ist uns dann auch noch geglückt, einen Abstiegsweg zu finden. Ehrlicherweise nicht den, den wir geplant hatten. Letztendlich sind wir wieder auf unserem Zustiegsweg gelandet. Dabei ist uns noch eine Steinbockherde über den Weg gelaufen. Die Tiere bewegen sich in dem Gelände definitiv eleganter als wir Zweibeiner. So, das wäre vermutlich unser richtiger Weg hoch gewesen. Ein bisschen rutschig und den Schotter haben wir jetzt runter. Im weiteren Abstieg konnten wir dann gut sehen, wo wir uns im Aufstieg eigentlich hätten bewegen sollen. Das wäre jetzt der richtige Einstieg gewesen, also noch ungefähr 100 Meter in den richtigen Hochwald rein, definitiv an dem Bachbett vorbei und dann im Hochwald nach dem deutlichen Pfad dann nach oben folgend. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass es sich um eine spannende alpine Tour handelt, die nicht unbedingt unterbewertet ist.